Ich weiss nicht, hat er gerade hergeschaut, hat er hier gerade auf sein Tablet geschaut, das weiss ich nicht. Aber wenn er das also das wäre ja ein Skandal, wenn er in dem Moment aufs Tablet schaut. Genau. Der hat verdammt normal oder auf den Platz schaut. Eben, darum sage ich, wenn er es hier gesehen hat, müsste er ganz klar eine Szene geben, und sonst hat er, ja, hat er den Fehlentscheid gemacht, definitiv. Der eidgenössische Jubiläum schwingt, ist Geschichte, aber selbstverständlich tun wir noch mal die heissesten, die umstrittensten Szenen von diesem Kräftemessen im Appenzell hier aufarbeiten. Ich mache das mit einem, wo es ist im Halben schlecht geworden, als er die Rangliste hat angeschaut. Ein Ostschweizer König Nöldi vorher, das kann man schon so sagen, oder? Sieger Fabio Studemann, Fabio Hilbrunner, also Berner Doppelsieg. Für euch Ostschweizer ist es links und rechts ein Flattern ins Gesicht. Das Ergebnis. Ja, nicht nur für uns Ostschweizer, für die Innerschweizer glaube ich auch. Es ist einfach, ja, es ist, die Rangliste sieht schon sehr stark nach Berner aus vorne dran. Ganz klar, nach dem ersten Gang hat man ein bisschen das Gefühl, komm mal, es kommt gut. Und dann, ja, je länger das festgegangen ist, umso schlechter hat es dann für uns Ostschweizer ausgesehen, aber auch für die Innerschweizer. Fabian Studemann im Schlussgang, der Armand Orlik bodiget. Und weil der Fabio Hilbrunner und noch der König Joel Wicki vom Thron gerüttelt hat, kann man sagen, ist er punktgleich mit seinem Kantonalkollegen. Jetzt, du hast vorhin gesagt, die Einteilung im vierten Gang war eine Katastrophe gewesen. Vor allem, was der Fabian Studemann anbelangt. Wie kommst du auf das? Nein, ich immer hinter Marcel Bierig hatte. Ja, nein, ich habe gesagt, im vierten Gang hätte man sicher anders einteilen können. Du hast gesagt, es sei eine Katastrophe. Ich hätte gerne gesehen, mal Studemann gegen den Ott. Oder Studemann gegen den Wicki. Ah, Studemann gegen den Ott. Ja, ich weiß, du hast das... Moment, ja, wir müssen das unseren Lesern erklären. Ja, du hast oder unseren Zuschauern müssen wir das erklären. Am Donnerstag, ja, wo habe ich kritisiert die Startpaarung von Fabian Studemann, schon wieder gegen Werner Schlegel, habe ich nachher gesagt, ich hätte dem Studemann den Ott gegeben. Und dann hast du gesagt, Ott ist in diesem Jahr zu wenig gut, für gegen Studemann zu spielen. Richtig. Nach den Ergebnissen, ganz klar. Aber jetzt, im heutigen Fest, ist der Ott sehr stark gestartet. Wo ich übrigens recht hatte mit dem, gegen den Knägi, wo du gesagt hast, er gibt einen Scheissgang. Ja, da hast du die Tasche, hat ihn zweimal. Ja, da muss ich im Stefan Schrebel ab. Sehr gut, sehr gut geschwungen. Hat ihn so genommen. Aber es ist lange nicht gegangen in dem Gang. Lass mich jetzt mal ausreden. Und nachher hat er doch verdient, mit einem, und er hat sich gefreut darauf, ich habe noch mit dem geredet, mit dem Damian, er hat sich gefreut, mit dem Studemann zusammenzugreifen im vierten Gang. Wieso lässt man dann den Innerschweizer wieder auf den Ostschweizer los, wo man doch jetzt wirklich die Paarungen machen können, die du ja gefordert hast? Ja, wären wir uns im ersten Gang? Und ich kann... Nein, nicht im ersten Gang. Weil du kannst im Laufe des Festes, aber im ersten Gang was fehl am Platz. Punkt. Wieso denn? Der Damian Ott hat im 22. die nicht viel bessere Saison gehabt und hat dann gegen König Stucki müssen anschwingen. Also hat man ihn problemlos jetzt hier bei diesem Jubiläumsfest... Haben wir aber diskutiert, was nicht korrekt war? Was? Haben wir du auch diskutiert, dass er nicht korrekt war? Hast du gesagt? Ich habe dann gesagt, dass er... Aber lass uns jetzt über das Jubiläumsschwingfest reden, nicht abweichen. Wolltest du damit sagen, dass der Studemann mit einem zehnfachen Notenblatt in den Schlussgang kam? Schlussendlich hat er im fünften sicher einen relativ ringen Gegner gehabt, weil es nichts mehr anders herum hatte. Und man hätte ganz sicher können schauen, dass er wirklich die Besten hatte und das Fest auch so noch ein bisschen spannender hätte können machen. Jetzt hat es ja riesige Diskussionen gegeben im Anschwingen aufgrund von der Notengebung. Vor allem eben Gang Studemann Schlegel und Samuel Giger gegen Joel Wicki. Beide haben nur ein 8-7-5 bekommen. Richtig, da ist auf der Tribüne auch heftig diskutiert worden. Da hat wirklich nach der Notengebung von diesem Jahr hat man wirklich das 9 geben an diesen vier Gegnern, in diesen zwei Gängen. Ich bin auch der Meinung, dass man es hat müssen schreiben das mal. Ich muss dir aber auch sagen, Giger, Studemann, haben x-mal in diesem Jahr 9 bekommen, was eben eigentlich keine 9 wären, beispielsweise auf der Schwegalp, der Schlussgang. X-mal, so viel Mal haben wir dann nicht nein, aber nicht gegeneinander. Oder? Aber sie sind immer wieder, obwohl sie nicht gegeneinander geschwungen haben,
Bei Innengestellten haben sie Neunen bekommen, die Mittelschwinger nicht hätten bekommen. Und im Schlägerabschlussgang haben sie ein Neuni bekommen, das kein Neuni war. Nein, man hat allgemein gesagt, man tut Neuni wieder eher geben als vorne. Und das ist auch korrekt. Ja. Und in der Schwägeralp habe ich gesagt, es ist vertretbar, man kann es geben, ist gut zahlt. Und heute wäre aber wirklich, hätten alle ein Neuni verdient. Was ich viel schlimmer gefunden habe, weder die Neuni, die nicht geschrieben wurde, ist im Gang Matthias Eschbacher gegen Michael Gwerder. Schauen wir uns das an. Dritter Gang. Ich meine, der Eschbacher schlägt der Gwerder gerade platt ab. Und überkommt kein 10, sondern ein 9,75. Was sagst du zu dem? Ja, also, da müssen wir nicht diskutieren. Da wäre eine Szene gewesen. Wir haben auch gedacht, es sei eine Szene, wo wir dann wirklich nachher eine Drangliste gesehen haben. Eben haben wir gesehen, dass es keine Szene gegeben hat. Und dort sind wir wirklich erstaunt. Ja, weil das Platter kannst du ja eigentlich gar nicht mehr fallen. Genau. Und er fällt der Gwerder gegen die zwei Kampfrichter am Tisch. Einer von diesen Kampfrichter dort ist der ehemalige Spitzenschwinger Bruno Giesler. Jetzt muss ich mich schon fragen. Das habe ich jetzt nicht gesehen von der Tribüne, aber ich dort hinein ist. Aber ja. Ich es war so, gewesen, kannst du mir es glauben. Wie kann das sein, dass ein ehemaliger Spitzenschwinger, wie es der Giesler war, da so daneben liegt? Ja, das ist immer wieder die gleiche Geschichte. Du fragst mich einmal so direkt, was hat der Kampfrichter studiert? Und ich erwarte von dir eine direkte Antwort. Ja, nochmal. Ich weiss nicht, hat er gerade hergeschaut, hat er hier gerade auf sein Tablet geschaut, das weiss ich nicht. Aber wenn er das. Also, das wäre ja ein Skandal, wenn er in diesem Moment aufs Tablet schaut. Genau. Der hat verdammt normal oder auf den Platz schauen. Eben, darum sage ich, wenn er es hier gesehen hat, müsste er ganz klar eine Szene geben, und sonst hat er einen Fehlentscheid gemacht, definitiv. Gut, reden wir noch über das Positive. Fabio Hilbrunner. Ich behaupte, dass der Co-Sieger ist von einem eidgenössischen Anlass. Ist die grösste Sensation seit dem Schwingerkönigstitel von Adrian Käser 1989. Er ist dann mit 18 Schwingerkönig geworden. Gibst mir recht? Also, ist nicht das einzige Positive vom Tag. Also, definitiv, der hat einen super Tag eingezogen. Und gebe ich dir vollkommen recht. Ist wirklich eine Sensation. Aber ich muss es wirklich auch noch sagen, der Studemann hat sensationell geschwungen mit den Gegnern, die er hatte. Auch im Schlussgang absolut verdienter Sieger. Da gibt es nichts zu diskutieren. Nicht, weil jetzt du gesagt hast, vorhin, er sei das Ring durch, oder ich meine. Nein, er ist der komplette Schwinger, der Studemann. Er ist einfach, er hat die Gegner, die er hat müssen nehmen, hat er genommen. Aber ich sage, es hat noch ein bisschen eine Aufpeppung vom Notenblatt gegeben. Enttäuschung, das muss man sagen, Samuel Giger. Vor allem der Gang gegen Kurdi Norlik. Ein Giger in Bestform. Verrummte Kurdi Norlik, spätestens im dritten Zug. Ja, dort sind wir auch ein bisschen, haben wir auch ein bisschen gestaunet. Wir haben mitgefiebert und gemacht. Wir haben gedacht, ja, einfach mal einmal voll seinen Atomkurz auspacken. Und der ist einfach wie nicht so gekommen. Dann hat der Kurdi einmal hat er ihn anhängen im Gamme. Und dann ist irgendwie wie ein bisschen Angst da und Unsicherheit. Und mir hat er auch sehr gut gefallen. Im zweiten Gang hat er mit dem Weiberhöckli ausgepackt. Da haben wir gedacht, ja, jetzt schädert es dann. Jetzt startet gut, er durch. Gut, das war gegen Kramer. Ist kein angenehmer Gegner. Nein, aber es ist einer, der ihm liegt. Ja, natürlich. Aber musst du ihn zuerst nehmen. Und so, wenn er den genommen hat, haben wir wirklich gedacht, Moli, jetzt kommt es gut. Und dann eben mit dem Gurtin auf einmal wieder wie eine Blockade drin gehabt. Und das war sehr schade. Ja. Joel Wicki, der Schwingerkönig. Auch nicht können reüssieren. Er hat ja sowieso nicht eine überzeugende Saison gehabt. Zwar 3 Golfverbandsfest gewonnen, aber kein Stellverbandsfest, kein Bergfest. Siehst du für Joel eine Chance, nächstes Jahr in Mollis den Titel zu verteidigen? Ich habe auch auf heute her, habe ich gedacht, er ist immer auf den Tag X ist er parat gewesen. Und ich habe gedacht, vielleicht schafft er es heute auch wieder. Hat heute nicht funktioniert. Sie müssen sicher wieder ein bisschen arbeiten dran und Hausaufgaben machen. Aber dann, wenn er auf den Tag X wieder geladen ist, er hat zweimal an einem eidgenössischen nacheinander, ist er einfach erst gekrönt und Schwingerkönig. Also wirklich einen unheuren starken Auftritt gehabt, zweimal. Immer auf den Tag X her. Und wenn er das auf das nächste eidgenössische auch wieder herbringt, ist es möglich. Aber es ist schon noch recht Stockarbeit jetzt. Ich kann ja ganz vernünftig reden mit dir.
Ja, mit mir kann man nicht mehr vernünftig reden, wenn du nicht kommst, wie in Furie. Schade, ist die Saison vorbei jetzt? Nein, ich bin froh. Eigentlich hast du recht. Das ist gut, ist vorbei für das Jahr. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Mit uns das gut überlegen. Vielleicht. Das ist gut jetzt!